Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shakes and Fidget. Ich habe gerade ein kleines Kämpfchen in der Taverne bestritten und habe fast 20.000 Erfahrung gekriegt. 10 Ehre gewonnen, das ist schön. Ein bisschen Beute natürlich. Und dann schicken wir... Ach Quatsch, wir wollen nicht schicken. Wir wollen... Ich kämpfe nämlich in letzter Zeit öfters in der Arena. Bin ich immer am Gewinn, da viele hier wirklich sehr viel stärker sind manchmal als ich. Aber es ist nicht schlimm. Wir haben noch 3 Minuten, bis der Dungeon erst wieder frei ist. Das heißt, wir können vielleicht eine kurze 4-minütigen Ding hier nochmal starten. 65 Gold, das ist gar nicht so schlecht. Ja, ich habe nämlich überlegt, im Dungeon den einen Boss nochmal zu versuchen. Ich hoffe, es gelingt mir diesmal. Ich habe nämlich ein bisschen vorbereitet, hier beide auf 400. Entscheidend ist bei dem hier ein bisschen Verteidigung zu haben, bei Geschick, weil er ja ein solcher Typ ist, der hier Schaden macht. Ich habe jetzt 980 Intelligenz, habe ein bisschen versucht, hier an Leben ranzukommen, mit 455 hochgeholt. Denke, das sollte Glück haben, wir auch ein bisschen, also kritische Treffer zu haben, wäre auch nicht so schlecht. Ich bin allerdings noch einmal überlegen, ob ich hier nicht nochmal hochsteigere. Allerdings, ich bin am Überlegen, ehrlich, das ist, hier könnte ich vielleicht höchstens zweimal hochgehen nochmal. Ein Hauch Schaden, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Gucken wir doch erstmal hier. Also das nimmt uns weniger Intelligenz, gibt uns aber Geschick 58 dazu. Also so gesehen Schutz vor ihm und so. Und ich könnte da noch so ein Teil reinsetzen. Ja, so. Versuchen wir es so irgendwie. Ah, das ist immer so schwierig. Okay, erstmal den hier vertickern, den brauchen wir ja nicht mal. Oh, haben wir vielleicht hier noch was anderes Schönes? Ja, hier, das ist doch schon mal noch mal besser hier. Das Ketchup-Tüten, das sehe ich jetzt erst. Ist ja genial. Ha, ist das geil. Okay, gucken wir mal weiter. Haben wir hier nicht, haben wir nichts. Ja gut, wir haben nur 200 Gold, das ist nicht wirklich viel. Aber es ist etwas und wir gucken mal, das wäre hier, das wäre auch gar nicht mehr so schlecht. Wir hätten sogar die Pilze, aber nicht das Gold. Ha. Das ist jetzt doof. Es wäre auf jeden Fall mehr Intelligenz wieder und ich hätte dann nochmal Geschick höher. Das Teil ist 50 wert, das heißt, wenn ich das kriege... Ja, wir machen das einfach mal. Wir ziehen das raus. Können hier überspringen. Kriegen da nochmal Kohle. Warte, während wir hier nochmal quatschen, kann ich jetzt nochmal das hier kurz starten. Also, das. Dann müssten wir ja die Kohle haben. Ist zwar sau teuer jetzt gewesen, aber wir haben sie jetzt. Und haben dann das hier nochmal alles so ein bisschen hochgesteigert. Wir haben zwar jetzt nur 26 Gold, aber wir haben das hier. Hier haben wir noch 10 Sekunden, bis das soweit ist. Hier haben wir noch mal knapp 4 Minuten. Gut, dann denke ich, dass wir soweit alles haben. Ich bin kurz vor Level 50. Yeah, und dann noch 25, dann kann ich die Pets hier das freischalten. Oh, ich freue mich schon so drauf. Ehrlich, Na gut, dann werden wir erstmal das Rad drehen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ups. Oh, wir haben eine Flasche oder so gekriegt. Wartet mal. Laufzeit, Ausdauer. Ja gut, Ausdauer ist jetzt nichts. Obwohl, es könnte uns 25%. Ne, 15, ne? Ja, 15, nicht 25. Was laber ich denn da? Also, das wäre, wie lange? 3 Tage. Ja, bis zum Wochenende. Ja, heute ist Mittwoch. Ich habe ein bisschen gedacht, ich mache das früher. Ich bin nämlich ab Freitag Vormittag schon wieder im Aufbruch und komme erst Sonntag wieder. Dann könnte ich das heute noch nutzen, so gut es geht. Morgen und Freitag Vormittag. Und dann Vormittag oder Nachmittagessen direkt müssen wir schon los. Das ist jetzt die Frage. Überleg.
Also es macht schon Sinn, weil dann könnte ich versuchen, den Dungeon weiterzukriegen. Ja, gut. Ja. Machen wir das jetzt? Machen wir das jetzt nicht? Ja, doch, wir machen das. Wir machen das. Oh ja, ein bisschen hat es gebracht. 2200, ne? Ja, 2200. Gut, eine Minute noch, dann machen wir den Dungeon. Wie lange geht denn mein Pet eigentlich noch? Okay, auch bis zum Wochenende. Ey, das ist ja Timing alles. Das ist ja genial. Das ist richtig genial. So, wir haben keine Kohle, wir haben kein gar nichts. Wir sammeln das hier erstmal wieder ein. Dass wir das nicht vergessen. Das hier läuft auch noch bis Freitag. Ja, das ist Freitag. Ja, Freitagmorgen. Dann können wir das nämlich auch wieder neu starten. Übers Wochenende, weil das ja auch immer alles länger dauert. Ey, das ist genial. Ey, das ist zufälliges Timing. Wirklich, das ist richtig, richtig gut. Und was mir aufgefallen ist, ich werde hier seltener angegriffen. Das heißt, ich bin wohl kein so leichtes Opfer mehr für Angriffe. Das finde ich sehr, sehr schön. Bis auf natürlich hier jetzt den letzten Angriff. Das war jetzt ein super Paradebeispiel. Da werde ich doch nochmal angegriffen. Hier sammle ich nur ein bisschen was eben halt an, weil ich noch nicht so genau weiß, was ich eben halt aufbauen sollte oder möchte oder wie auch immer. Das hier werde ich wahrscheinlich eher nicht machen, weil das 6 Tage noch was dauert. Ich dachte mir erstmal die beiden hier unten hochziehen oder eben halt die Schmiede. Die Schmiede wäre nämlich auch keine schlechte Idee, dann ist das übers Wochenende fertig. Weil die hier dauern auch 4 Tage? Ich dachte eigentlich eher nicht. Ja, auf jeden Fall müssen wir noch ein bisschen Gold sammeln dann. Ich denke mal, ich werde die Schmiede hochmachen, damit meine Abwehr hier nochmal besser wird und sowas. Ich brauche 440 Gold. Davon habe ich mehr als genug, das ist schon mal gut zu wissen. So, jetzt werden wir das mal kurz explosive Gefahr. Jo, geschafft. Didi. So, und jetzt werden wir versuchen, den zu besiegen. Herr der Finsternis. Die entweihten Katakomben. Nein! Alter, ich habe alles vorbereitet. Ich habe viel mehr Schaden. Ich block mehr als die Hälfte von Geschick bei ihm. Oh, ich habe sogar mehr Glück und alles. Ich muss einfach, glaube ich, mehr Leben haben. Alter, das gibt's doch nicht. Ey, da sind Tausende, Zehntausende von Gold drin. Das, Mann, oh. Oh, Jammer, Mann, oh. Das ist wirklich unfair jetzt. Das ist echt doof. Das ist echt. Das ist bescheuert. Jetzt habe ich extra den Scheiß getrunken. Versuche ich nachher nochmal einfach. Vielleicht habe ich einfach Glück durch Zufall oder so, dass ich dann doch nochmal ihn schaffe. Ja, das war jetzt super, ehrlich. Das freut mich total. Oh. Nö. Was blinkt denn jetzt hier? Juna hat Stufe 50 erreicht. Ich habe Stufe 50 erreicht. Alle Attribute plus 7. Oh, schön. Alles wieder so ungerade Zahlen. Oh, toll. Das freut mich ja total. Naja, dafür haben wir jetzt da 50. Bringt mir wahrscheinlich aber auch nichts. Freue ich mich ja total drüber. Da haben wir jetzt 480. Och, Mann. Oh, Mann. Oh. Jetzt könnt ihr aber echt jammern. Also, das ist jetzt... Also die Gegner hier besiegt man mit Leichtigkeit und den... Hier 130 Gold nochmal. Bin ich jetzt nicht so wirklich happy drüber. Also das hier oben brauche ich auf jeden Fall nicht weitermachen. Geschick werde ich sicherlich auch nicht höher als 500 machen, weil das macht keinen Sinn. So wenig, wie ich da wegblocke. Dann Intelligenz. Ey,
Das sind schon über 900 noch, 962 und er hat gerade mal 800 noch was. Und Ausdauer, das ist das Einzige, was er mehr hat. Das ist das Einzige, was er mehr hat. Glück hat er die Hälfte. Also in anderen Spielen kenne ich das, wenn du richtig hohen Crit-Schaden machst oder sowas, dann hast du meistens schon den Gewinn auf deiner Seite. Aber das hier jetzt, das ist echt fies. Also, oh Mano. Ich bin jetzt echt immer überlegen, hier Ausdauer hoch zu pushen, einfach mal auf, keine Ahnung, 500.000, 1 Million. Ich muss mir was Neues überlegen. Aber was? Das ist jetzt echt die Frage. Was treiben wir? Was machen wir? Was stellen wir an? Oh, schon 8.200. Yay! Schöne gerade Zahl. Ja, Schande, was machen wir denn da? Ich glaube wirklich Ausdauer einfach hochtrainieren. Bei Schaden mache ich eigentlich gut. Kritische Treffer ist eigentlich auch gut. Geschick und Stärke brauche ich nicht hochmachen. Ach verdammt, wenn das Wochenende dann wieder sowas Gutes ist, wie viel mehr Gold kriegen oder sowas. Dann bin ich wieder nicht da. Das ist... Oh, oh Mann, oh. Sonntagabend nur. Da müsste ich dann die ganze Zeit hier reinkloppen. Aber da muss ich noch andere Sachen machen. Muss hier für die Woche wieder alles vorbereiten. Vorarbeiten. Und am Montag. Und ich hab Schluck auf. Okay, ich würde sagen, wir hören jetzt hier erstmal auf. Ich weiß gerade echt nicht mehr weiter. Ach, das ist doch ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Oh Mann. Ich habe mich so drauf gefreut. Ich habe so viel trainiert und dann bam. Erstmal töten. Hab ich nicht geschafft. Oh, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Na gut, ich werde jetzt erstmal hier aufhören und mich selber so nochmal schwarz ärgern alleine. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.